Ja. Er gibt auf, nachdem er verloren hat. Jawohl. Willkommen. Mhm. Weißt du, die alle anderen arschen dich an und er hier mit willkommen. Ne? Kann nicht wahr sein. Ich bin der Karate-Meister, ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich also raus, also gut, ich kenne keine Gnade. Vielleicht muss man sich den Respekt eben erkämpfen. Aber man könnte auch einfach dran vorbeigehen und mit ihm dann reden. Das wäre respektlos. Dann würde er aber trotzdem willkommen sein. Nein, nein, dann würde er das nur sarkastisch sagen. Glück. Sieht genauso aus wie alle anderen. Naja. Er hat Kickli ins Gesicht treten. 37, Digga. Und warum heißt der Kickli, Raphael Müller? Kick. Es ist nicht an irgendeine Begebenheit aus der realen Welt angelehnt. Nein. Lee. Man nehme die beiden Wörter Kick und Lee und lässt Kick weg. Lee. Mehr sag ich nicht. Genau, Lee. Und Nock. Shan. Shan. Lee Chan? Das ist alles so. Worauf könnten die angespielt sein? Ich weiß es nicht. Moment, der eine ist ein Boxer. Und der andere ein Kicker. Aber das mit dem Boxer passt eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Hä? Dann müsste ja Nock Ali heißen. Ja, Nock Ali. Feuerschlag. Jackie Chan war kein Boxer. Nicht? Nein. Nein. Das ist okay. Jackie Chan ist ein Actionfilm, alle in die Fresse kicken, Typ. Genau. Übrigens muss man sagen, dass ein Feuerschlag in der ersten Generation für einen Nock Chan noch total daneben ist. Weil Feuerschlag hier noch auf Spezialangriff geht und Nock Chan hat keinen Spezialangriff. Sehr gut. Ja, nein, überhaupt nicht. Okay. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eins von beiden aus. Kickli! Kicker! Das könnte das andere sein. Er ist sein. Ein Kicker! Möchtest du Kickli, das trittstarke Pokémon? Trittstarke. Was haben wir hier? Nockchan, der Puncher. Den Meister des Boxkampfes. Heißt der Nock oder Knock? Ich würde sagen Nockchan. Nockchan. Nur mit N? Ja. Wie Knockout. Oder, achso, du meinst vom Schreiben, ja? Ja, genau. Ja, ist auch nur mit N. Ja, stimmt, ist nur mit N. Knock. Knock. Wird das richtige Knockout nicht mit K geschrieben? Ich wäre für Kickli. Ja, das richtige Knockout ja, das ist nicht mit K geschrieben. Aber das ist Pokémon. Ja. Die sind anfallsreich. Ja. Die haben auch einfach irgendwelche Schlange hatten und rückwärts und Pokémon. Ja, genau. Also ich wäre für Kickli. Auch weil Nockchan mit diesen Spezialangriffen nichts hinkriegt eigentlich. Ich nicht wissen, was ich sagen wollen will. High five! Yes! Genau, weil Nockchan auf diesen Feuerschlag, Donnerschlag und Ice Heat basiert, weil das so seine Stärken ist, diese Vielfältigkeit. Aber das ist nicht stark. Aber noch weil die Attacken noch auf Spezialangriff basieren, welchen er nicht hat, würde ich erstmal zu Kickli tendieren. Obwohl wir es sowieso nicht ins Team nehmen werden. Die umständliche Erklärung. Ja, genau. Ja. Folgen in die Länge ziehen. Ja. Wenn wir das ins Team hätten nehmen wollen, hätten wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, welches wir nehmen. Sondern hätten wir einfach wussten. Genommen. Ja. Ja, genau. Aber so grundsätzlich ist anfangs, glaube ich, Kickli besser. Au, pass auf, wo du hinläufst. Das ist meiner. Hier ist ein Markt. Warum steht da keiner vor? Man weiß es nicht. Vor Pokémon Center steht ja auch keiner. Beleber ist zwar teuer, aber besiegte Pokémon werden damit wieder fit. Ah. Wie wär's einfach mit einfach nicht sterben? Vor allen Dingen, warum heißt er Beleber? Weil die Pokémon werden doch nur kampfunfähig und nicht tot. Da wollen wir die auch nicht beleben. Guter Punkt. Was haben wir eigentlich noch so? Kann man irgendwas gebrauchen? Schutze haben wir genug. Supertrank und Hypertrank und Toptrank und Pokebälle. Vielleicht. Gegengift? Vielleicht Hyperheiler. Ja. Ist eigentlich scheißegal, Gegengift, Hyperheiler. Ja. Ich könnte sogar.
Wir haben Geld! Wir haben echt scheiß viel Geld. Dann kriegst du einen neuen Hyperheiler und das belegt dann einen Slot in deinem Inventar. Oh. Schräg. Oder? Stimmt, ja. Wäre blöd. Nehmen wir einfach 25. Wie kommst du auf 25, mein Herr? 25 ist eine tolle Zahl. Ach, das wusste ich nicht. Vielleicht noch ein paar Superbälle? 25? Nein. Gut. Gleich eins ausmachen. Ja. So kommen wir mit den überbliebenen Superbällen nämlich auf 21. Und das ist nämlich genau dasselbe wie 3x7. Ein Vielfaches von 7. 7 ist die Antwort. 7! 7! Because 7. Ja. Ich glaube, wir sollten uns nochmal heilen. 7 ist meine Lieblingsprimzahl. 7 ist die Lieblingszahl von vielen Leuten. Nein. Dann ist es ja Mainstream, Alter. Seit wann ist das so beliebt? Verdammt, ich brauche eine neue Lieblingsprimzahl. Die gibt's ja noch so. 59? 59, sagt er. Ja, ja, 59 klingt gut, ne? Ich kann aber gleich danach nochmal Primzahlen googeln, ich will sehen, ob 59 eine Primzahl ist. Ja. Meine Lieblingszahl ist die 88, ist nur keine Primzahl. Gut. Weaver, gleich egal, ist 88. Okay, für wen behalten wir die Psychokinese? Für Tauboga. Tauboga! Der Pokéball da sieht komisch aus auf dem Plakat. Findest du? Ja, der hat so einen weißen Dings drauf, ne? Ja, drauf. Drauf. Drauf! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wie viel kann man? 20. Woll! Passt doch, Wolle. Ja, Wollo. Ja, Wollo. Ja, Wollo. Bike. Na. Ist so ein Ziel jetzt, oder? Ja, geht doch. Ja, wir gehen in das Team Rocket Gebäude. Ich dachte, das wäre die Silvco. Mit karierten Fliesen. Und ganz vielen Bäumen in einer Reihe. Was ist das für eine Scheiß-Eingangshalle? Oh. Oh. Ganz viel Wasser, was Wellen schlägt. Ja. Schick, schick. Sind das zwei Plusse aneinandergereiht? Oder ist das ein Riesengewicht? Es ist auf jeden Fall eine Meisterleistung des Pixelherstellers. Ja. Fast. Ja. Den Eingangsbereich interessant zu gestalten. Ja. Bonn! Ach du Scheiße. Wo willst du jetzt hin? Ja, das ist. Weiß ich nicht. Waren wir nicht schon? Wie wär's mit der Treppe? Nee, hier waren wir noch nicht. Wie wär's mit der Treppe? Müssen wir uns da durchschnetzeln? Wie wär's mit der Treppe? Ja, da müssen wir uns durchschnetzeln. Wie wär's mit der Treppe? Moment, Nein. Wir wissen noch gar nicht, ob da Gegner sind. Stimmt! Haben wir etwa schon etwas gesagt, was. Nee, wir sind einfach nur unwissend. Also, da ist ein Forscher. Er hat uns nicht gesehen. Du bist hier mittendrin, was ist denn das? Wie wär's mit der Treppe? Ich suche einen bestimmten Raum. Aha! Hat dir was wehgetan? Nee, ich weiß, was er meint. Glaube ich. Gut, Rauschi. Oder auch nicht? Nee, ich glaube, hier sind wir auch falsch. Gut, Rauschi. Ah. Ich gebe mir Mühe, ja? Ja, man merkt's. Alles klar. Da kommst du nicht lang. Da, ja, da, danke. Für diese. Danke. Pfff.
Palmen! Team Rocket scheint gerne was in Palmen zu verstecken. Hatten wir das nicht schon mal? Ach, komm, das täuscht. Was? Ja. Welch Trick? Der guckt nicht nach oben zwischendurch, oder? Nein. Nein. Okay. Schade. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Hallo, gehört. Ja. Ah, Bock. Hey, wo wir von den Schlangen gesprochen haben. Cobra! Stimmt. Ja. Dead Überleitung. Dead Spoiler. Na, Risikodeckel. Bams. Silberweg. Und du fehlst. Gutes Arbok. Arbok hat eine gute Verteidigung, merke ich gerade. Ja. Doch. Schon nicht schlecht. Und es kann beißen. Eine Schlange, die beißen kann. Welch Wunder. Mensch. Tja. Die gab Erfahrung. Schloss aus, sagt er. Ta-ta-ta! Gleich mal den Türöffner geiern. Türöffner! Zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt! Genau! Respekt! Respekt! Hypno! No. Jetzt will ich meinen Klingensturm ausprobieren. Hypno steht vor der Tür. Erstmal den Wirbelwind erzeugen. Er macht einen Aussetzer, der nicht funktioniert. Und wir. Bam! Einfach nur einen Strich. Und es zieht die Hälfte. Noch nicht mal. Nein. Ma! Meine Fresse. Giftwolke. Giftwolke, das war eine kleine Wolke. Das sah aus wie ein Vogel. Mich hat's eher an so eine Furzwolke erinnert. Naja, Giftwolke. Ja. Wieder ganz langsam. Nein! Und nein, man kann nicht ausweichen. Das sind wie bei diesen riesigen Kugeln, die zum Beispiel bei Indiana Jones einfach folgen. Und die laufen einfach diesen linearen Weg, den die Kugel nimmt, weg. Ja. Warum gehen sie nicht zur Seite? Man nein, weiß es nicht. Darf nicht. Nee. Einfach nee. Ich würde mich als Blitzer irgendwie schlecht fühlen, wenn ich merke, dass Kickly ein höheres Level hat. Ja, da ist was dran. Und ich merke gerade, dass wir Kickly immer noch dabei haben. Ich glaube, deswegen gehe ich nochmal zurück. Ja. Ob hier in der Eingangshalle auch irgendwo in der Palme was ist? Nein. Bitte such nicht. Nee, mach ich auch nicht. Habe jetzt auch keine Lust zu. Für die Epileptiker wieder ein bisschen Gift. Extra für euch, genießt es. Ja. Yeah. Dam da da dam. Okay. Such die. Was denn? Erstmal ein PC. Scheiß doch die. Geht gar nicht klar. Wer macht denn nicht zuerst den PC an? Laptop! Du hast recht. Das fällt mir wieder so oft auf, wenn ich einfach aufstehe oder von der Schule nach Hause komme. Ja. Erstmal, bevor man sich Essen macht, ins Zimmer. Und den PC schon mal hochfahren. Er muss hochfahren in der Zeit. Stimmt. Zwischendurch kacken gehen. Ist der PC schon hochgefahren? Ne, ich glaube, ich habe noch Zeit. Was ist aus der Menschheit geworden? Raffi, lies mal das. Ich kann es nicht lesen, wenn du mir das... Kuschel, Wuschel? No. Ja, auf meinem Kuscheltier steht Kuschelwuschel. Was dagegen? Und zwei Teddys.
Der eine mit einem roten Schal, der andere mit einem blauen Schal. Ja. Eine mit so einer Herzkette und das andere sieht aus wie eine blaue Pfote vom blauen Schlau. Wir haben blauen Schlau gelöst. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Wo denn? Hinter mir. Wo? Das kann doch nicht sein. Fette Pfote hinter ihrem Kühlschrank, ne? Ja. Unter Tisch? Fedora. Seht ihr das Schloss? Du Schloss im Hintergrund! Wo ist das Schloss? Boot! Boot! Dora! Boot! Map! Die Karte! Backpack! Backpack. Ich hab. Der Song von Map. 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 Ja. Was wolltest du sagen? Ich hab dich unterbrochen. Soweit ich weiß, oder irgendwer hat mal erzählt, dass Dora in der englischen Version. Moment, weißt du es oder hat dir das irgendjemand erzählt? Ich meine, das hätte irgendwer erzählt. Ich kann es aber nicht versichern. Weißt du es, dass du es so. Nein, ich weiß nicht, dass das so ist. Also wahrscheinlich hat es dir nur irgendjemand erzählt, aber du weißt nicht. Also ich weiß, dass es mir jemand erzählt hat, aber ich weiß nicht, dass das, was er gesagt hat, richtig ist. Das heißt, du weißt es aber trotzdem. Nämlich, dass es dir erzählt wurde. Jetzt hau raus. Wieso macht dein Aussetzer? Mann! Also, in der englischen Version soll Swiper ein Mexikaner sein. Danke. Ja. Ist er bei uns ein Pole? Tja, ja. Moment, woran sieht man, dass ein Mexikaner ist? Hat er einen Hut auf? Keiner? Nein. Ich weiß nicht, woran man das sieht, aber irgendwie habe ich gehört, das soll so sein. Ich kann aber nicht sagen, dass das richtig ist. Wahrscheinlich kommt er damit so rasseln an. Hey, hombre! Ob die Taktik, die bei Swiper klappt, auch bei echten Einbrechern klappt, sollte man ausprobieren. Man weiß es nicht. Das ist das Erste, was ich machen würde. Hey, nicht klauen. Ach Mann. Haha, er hat den Einbrecher in die Flucht geschlagen. Yes. Muss das nicht auf dem rechten AB tun, wenn man die ganze Zeit so da hält? Ja, deswegen wechsle ich ganz Zeit die Stellung. Ich gebe auf, er hat schon wieder verloren vorher. Mann, ey. Bingo. Bingo. Ingo. Bingo. Ingo. Bingo, Ingo. Noch eine Tür. Bingo. Bingo. Zum Glückspilz. Wahrscheinlich ist an jeder Tür, die man öffnen muss, so ein Bingo-Rätsel. Bingo! Yeah! Stark! Wo bin ich hier denn? Da ist ein Rocket-Trippel. Im Bürogebäude der Sylph Corporation. Ah, in dem Rocket-Gebäude! So. Ich glaube, wir geben Tauboga mal die Chance und lassen den einen Level noch aufholen. Was passiert denn, wenn es auf Level 36 ist? Ich weiß es nicht. Rein gar nichts. Eine schöne Zahl. Traumato. Oh, mach das weg jetzt. Mann, schneller, bitte. Schneller. Der halb abgehackte Rüssel. Ja. Bam. Vielleicht hatte sein Rüssel auch einfach im Mund. So wie so ein Elefant, ne? So blub. Ja. Nichts gegen Elefanten, die sind cool. Ja. Groß, farblos, träge. Elefante. Der große Füße. Und haben ein gutes Gedächtnis. Ja. Weißt du, ist das wirklich so? Mhm. Oh, okay. Interessant. Elefanten sind eigentlich so ein bisschen die Weisen in der Tierwelt. Ich habe mal gehört, es gab mal so einen Typen, der viel mit Elefanten zu tun hatte, glaube ich. Hat sich um sie gekümmert und so. Ja.
Und als der gestorben ist, sind dann die Elefanten über mehrere Kilometer zu seinem Haus gerast. Mensch. Das hat man irgendwie so als Abschied aufgenommen. Okay, ja, und wussten die schon, wo er wohnt? Also haben die das irgendwie schon mal gewusst, oder? Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht hatte mal davon geredet und die haben das mitbekommen. Genau. Vielleicht war das auch irgendwie so ein Teil dieser Geschichte. Mystery oder richtig. Was? Richtig. Galileo! Vielleicht, nein, irgendwie, ich weiß nicht, Geruch oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall interessant. Ja, also ich weiß auch nicht, warum der Typ Elefanten zu sich mit nach Hause nehmen sollte. Den bist du hier Schatz, ich hab jemanden mitgebracht. Bam! 12 Elefanten. Ja. Ich mach das Gästezimmer bereit. Vorstellung ist gut. Mhm. Wir müssen ein großes Haus haben. Froschi, stell mal Baby-Elefant in dein Zimmer. Ist voll. Wir haben schon eine Schildkröte. Leute! Oh! Liebe Leute! Es pickt! Jawohl! Oh Gott. Das Auge sieht deplatziert aus. Ja. Mhm. Wir haben einen Taubos, Digga. Erstmal ganz nach unten. So. Weg mit dir. Ich dachte, als ihr das vorhin gesagt habt, dass es eine neue Attacke bekommt oder ist. Ach man. Wusstest du das etwa nicht?